So. Dann holen wir uns dann mal. Also dieses öfters Zischen und Schnauben, das ist ein Mod. Das ist eine Überarbeitung von einem Sound. Aber es ist nicht von SCS. Den könnt ihr auch von meiner Modliste runterladen. Geht übrigens auf jede Version. Also alle Mods, die ich habe, die sind alle spielbar auf jede Version, ne? Lämpchen aus. Den Hobel aus. Und aufladen bitte. So. Achso, ja, verdammt, ich kann jetzt gerne vorspulen. Haha, und schon habe ich mich wieder in meiner Liste verschissen. Geil. Machen wir noch ein schönes Paparazzi-Bild. Also, das Münchner Fußballstadion ist ein MN. Alles klar, passt doch. Ja, ich weiß, es geht ja. Hier vor. Hier fotografiert. Editen. Nee. Aber das ist doch Gaga. Das ist doch Gaga. So, Liftachse ist unten. Das heißt. Abfahrt. Wie fahren wir? Autobahn wieder, ne? Ja. Na ja, gut, passt ja. Für 270. Meine Lieben, wie gesagt, wir suchen Subunternehmer, wir suchen auch Fahrer, die Lust haben, also wie gesagt, zusammenzufahren. Das hat er gerne herzlich eingeladen. Wie gesagt, wenn ihr, wo wir letztens, wo wir aus Seven to Die, den Zombie-Simulator gezockt haben. Ah, ich bin ein Zombie. Ja, so sieht er auch aus. Den Betrieb, du kannst den Testen Vorschläge machen lassen. Alles klar, mein Freund. Dann kommt der morgen mit auf die Liste, ne? Weil morgen ist erstmal Hohenkirchen dran. Hohenkirchen und den einen anderen Bus, der da ist, ne? Weil das habe ich letzte Woche den Zuschauern versprochen, ne? Und das machen wir auch. Aber dann werden wir netten BBS testen. Ja genau, der Iveco, der Gelenkbus. Den werden wir aber nicht im Busbetriebssimulator testen, Freunde. Den werden wir so testen. Ja, da sind wir doch zu viele Kosten damit verbunden, falls irgendwas passiert.
haben wir diesen Freitag irgendwas? Nee, Samstag, nee. Samstag habe ich jetzt nichts. Genau, ist nichts. Dann passt das. Ja, meine Lieben. Nach der Tour hier werden wir dann auch dann zur nächsten disziplinischen Schwitzen. Und zwar steht ja dann auch die die LFM unter einem schönen Stern. Season 12, meine Freunde. Season 12, ich bin heiß drauf. Also schon seit heute Morgen. Ja, ihr habt ja gestern die Vorstellung gesehen bei mir auf dem Kanal. Was für einen schönen Skin wir haben. Ah. Die DuckTales auf der Strecke. Da kommt der Duck mit dem Briegel vorne dran. Moin Pitti, Hallöchen, danke dir auch erstmal, schön, dass du da bist. Und meine Lieben, morgen werden wir dann auch noch alles den Landwirtschaftssimulator zeigen. Also wie gesagt, morgen bleib ich hier. Ich fahre heute Abend wieder zu meiner Freundin. Aber morgen werden wir dann auf jeden Fall schon mal länger streamen. Ne? Nur, dass er da auch Bescheid wisst. Ne? Also, da können wir uns ab 10.30 Uhr ganz gemütlich. Und dann passt das. So. Ja, Peti, wie war denn dein Wochenende? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich dachte, wir haben ein schönes Wochenende gehabt, ich und meine Freundin. Wir haben auch unerwartet noch einen anderen YouTuber als Gast da gehabt, den wir auf der FarmCon kennengelernt haben. Und war sehr, sehr. Wir konnten uns gut austauschen. Und ich weiß, dass er jetzt auch schon wieder zuguckt. Ah, die Forstwirtschaft. Ich hoffe, der Schnee ist weg. Weil, wie gesagt, ich würde nämlich dann auch gerne endlich mal die Eisenmine vorankommen, dass wir endlich mal das Fahrgeschäft, die Achterbahn endlich mal fertig bekommen. Weil, wie gesagt, Holz haben wir jetzt endlich mal genug. Wir haben ja schon in den letzten Folgen, ey, wir haben so viel, der Auftrag da, was uns an Holz eingebracht haben, ey, das ist ja Wahnsinn. Also, du darfst halt den Auftrag nicht vorher beenden, sonst ist das Holz weg. Und es hat wirklich geklappt. Die Stämme sind alle im alten Sägewerk drin. Richtig, richtig, richtig geil. Ein Auftrag, ja gut, ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber wie gesagt, morgen auf jeden Fall, sie am Vormittag. Wir testen dann die Busse. Deswegen haben wir jetzt heute schon ein paar Aufnahmen für die nächsten Tage. Auch ETS. Ja, genau, die Totholzmission. Und dann werden wir dann die dann noch länger LS zocken. Ja, also morgen sind dann schon noch wieder mal über 6 Stunden halt mit drin. Und dann auch noch ein bisschen ACC abends. Ne? Also alles im anderen denken wir schon, dass wir die 8 wieder drauf bekommen. Oh, freut mich. ACC, Freunde, ACC. Da gab es ja auch eine Änderung. Ne? Also wie gesagt, das sind zwar viele Stämme, aber es sind nicht... Oh, okay. Na gut, hey. Hauptsache es gibt Holz. Hauptsache es gibt Sägespäne. Weil, wie gesagt, danke nochmal an den lieben Sus, der da die
mich aufmerksam gemacht hat mit dem Mod. Mit dem Hackschnitzel. Sägespäne, ja klar. Hackschnitzel brauchen wir. Und deswegen, ja. Es wird spannend, es wird spannend. Also ich freue mich drauf. Wenn ihr mitzocken wollt, wie gesagt, ihr braucht nur das Platin. Einmal das Standardspiel und die Platin Edition. Mit der Karte drauf. Platinium. Und einmal dann die Server von mir, die Mods, und dann können wir schon loslegen. Oh, okay, passiert mal. Die Mods bringen. Ah, okay. Ja, gut. Bringt ja auch nichts. Bringt ja auch nichts. Entschuldigung. Bringt ja auch was, ne? Ja, bloß der Häcksler, der kostet halt ein bisschen, ne? Und ich will halt nicht irgendwann nur noch mit. Weil wir haben letztes Mal schon mit starken Farmer gespielt, ne? Jetzt ist es halt dran, dass ich halt wieder mal den guten Hobel raushol. Die Bäume. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, falls du morgen Lust hast, wir würden dann gegen 30, 13 Uhr, also ab 13 Uhr, wenn das alles so passt, ich weiß nicht, wie lange ich da mit dem Bus am Experimentieren bin, weil wie gesagt, das Ganze werden wir auch, nehme ich auch noch auf Video auf. Und ich hätte halt schon Lust, ne? Wie gesagt. Wir planen sind ja auch mit der Karte da so an die bis zu 50 Folgen. Wenn es mehr werden, das ist auch wunderbar, ne? Aber wie gesagt, im Vordergrund steht halt die Holzachterbahn und ein Schiff zu bauen. Weil dafür mache ich das ja im Multiplayer. Es soll nicht heißen, hier, wir hetzen jetzt durch, auch wenn es sich so anhört. Es geht einfach mehr darum, dass es mir viel mehr Spaß macht. Weil wenn ich schon höre, in der Zeit Jäger und Sammler, also einen Schritt gemacht durch. Ah, okay. Oh, pity. Ich habe am Freitagabend Red Dead Redemption 2 gezockt. Ich habe aber so schwer gebraucht, um wieder reinzukommen. Nur eine Taste habe ich gesucht. Wie kannst du dieses bescheuerte Pferd besteigen? Oder? Naja. Das heißt, na egal. Das Pferd reiten, besteigen. Taste E hätte ich suchen sollen. Mehr wäre es gar nicht gewesen. Ja. Mann. Achso, ja, stimmt. Ich hätte aber noch deine Hilfe gebraucht. Und daher nochmal meine Frage. Wenn du in der Story-Mission drin bist, was macht am meisten Geld? Wie gesagt, nichts cheaten, gar nichts, auch nichts irgendwie. Was macht am meisten Geld? Was du immer wieder wiederholen kannst. So, das meint. Das sollte man noch dazu sagen. Weil das war so mein Problem. Weil die Story ist die eine Seite und das andere ist halt so, ja, ich meine, einen guten Colt ist wie ein Hold, ne? Naja, aber wenn du 85 Kopfgeld dauernd zahlst, so wie ich, in einen Auftrag da, den Typ, wo ich aus dem Knast befreit habe, ich wollte ihn gar nicht befreien, ne?
Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, hätte ich dann auch den genommen. Aber der Vogel wollte ja unbedingt, dass wir ja die Dampfmaschine nutzen. Und jeden bescheuerten Ranger oder Sheriff da umnieten. Oh, wahnsinnig. Also, eine schöne Herausforderung wäre gewesen, wenn du leise Nein, oder? Nicht euer Ernst jetzt. Eine Umleitung. Ich hasse es nicht. Ich hasse es nicht. Ja, selbst wenn ich mich benehmen tue, ja, jagen die mich. Wenn ich Kopfgeld machen will. Die jagen dich. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung? Sag mal, schickt der mich jetzt über den Brenner oder was? Ach nee, über eine Tankstelle. Okay, Glück gehabt. Junge, wenn der mich jetzt über den Brenner geschickt hätte, dann... Nee, nicht über den Brenner. Nicht über den Brenner. Oh, falsche. Ja, ich bin Erdkunde, eine Niete, ey. Geografisch gesehen. Oh, verdammt, ey. Naja. Man wird es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ach, Mann. Ehrlich jetzt. Warum jetzt ungefähr? Warum jetzt? Umleitung. Muss mal durch, Männer. Da müssen wir durch. Gibt nichts anderes. Gibt nur einen Haufen Abzüge. Der Kunde möchte nämlich seine Fracht pünktlich haben. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, Pity, wie das im Roleplay wird, ne? Weil Ende August ist es ja soweit, Rant Redemption kommt dann als Roleplay dann mit Nye. Und dann... Das ist dann die Simulationsabwechslung. So, jetzt pass auf. Jetzt fahre ich zurück, ja, und dann haben sie unten auch noch alles gesperrt, die Symbols. Nur weil der eine Vogel sich da überschlagen hat. Scheiße, aber trotzdem. Ach, im Dunkeln, ey. I love it. Hoffentlich wird impliziert auseinander. Okay, man nimmt noch ein Stift sich in die Zähne. Kann ich besser reden. Ja. Wie hat der eine da gesagt? Ich bin kein braver Junge. Ich bin ein böser Junge. Kann nicht brav sein. Naja. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Im Bereich Roleplay ist es dann meine erste Erfahrung mit dem GTA, mit dem Rant Redemption. Weil GTA gibt es schon so oft. Also ich meine, hey, wie gesagt, da haben wir auch letztens drüber gesprochen. Es liegt am Server. Wenn du gute Aktivitäten hast, läuft es wirklich super gut. Aber... Was ich mir daraus erhoffe,
ist einfach, dass ich für Samstagabend, dass ich für euch Samstagabend und vielleicht auch am Sonntagabend euch noch ein schönes Abendprogramm auf YouTube bieten kann. Ja, also quasi mit einem schönen Video. Einfach eine schöne Story. Das ist so mein Ziel dahinter. Aber ganz ehrlich, weil ja, es gibt ja tolle Filme, aber guckt euch das deutsche Abendprogramm oder das Fernsehen, was heutzutage ist, es ist langweilig geworden. Es ist so langweilig geworden. Wenn ich und meine Freundin irgendwie Serien gucken will, ja, oder gestern zum Beispiel, haben wir versucht, wenn das Kopfgeld hoch ist, dann kann okay. Ja gut, das geht bei mir leider nicht. $85, ja. Man könnte ja mal austesten, wie hoch es gehen kann. Weil ich habe schon gedacht, ich fange das Spiel nochmal von neu an. Aber wird ja auch nichts bringen. Oh. Gefällt mir. Den haben sie auch schon überarbeitet. Tolle. So. Aber meine Lieben, wie gesagt, auch wenn wir die Tour jetzt zu Ende haben und der Wecker für die 6 Stunden da oben ist. Au, 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 au. Ja, genau, da wurde ich ja erschossen von Strawberry. Bin da erschossen worden. Weil ich dachte, naja, komm, geh mal rüber, macht nichts. Da, wo ich schon die ersten $5 gezahlt hab, da. Ach, war das witzig gewesen, ey. Du gehst zum Postamt, warum? Oh, ich muss $5 zahlen. Hab außer dem böse Kopfgeld. Aber es war für mich halt ein Rot-Strawberry, ne, also. So, da vorne sind wir. Geiles Industriegebiet. So. Aber was ich noch sagen wollte, wie gesagt, wenn der Wecker rappelt, ne, die Zeit um ist, dann ist bei mir auch heute nicht im Schacht. Sag mal, was soll ich denn hier abladen? In der Halle komme ich da rein? Soll in der Halle abladen. Ja, das testen wir mal. Kommt der geile LKW-Fahrerblick. Jawoll. Hoffentlich klappt das. Ey, das erste Mal abladen in der Halle. Wie geil ist das denn? Na komm, rauf den Hobel. Hab keine Fanfare dran. Och nö, man muss seitlich reinfahren. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Tatsächlich. Oh Leute, ihr wollt mich doch verscheißern jetzt ehrlich, ey. Das wollte aber mich herausfordern.
mich in der Tasche. Leck mich in der Tasche. Nö, also das schneide ich nicht raus. Das bleibt im Video. Leck mich in der Tasche. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ey. Ach, verdammt. Ja, ich frage mich auch gerade, was für eine Scheiße fahre ich denn da zusammen? So, können wir mal die Halle begutachten. Ach, ist sie jetzt schön. Was ist doch für eine Scheiße, Zabel. Für die Ralala, für die Ralala, die Scheiße fährt der Bart mal da. Alter Falter. Das sind wir mehr Realismus fahren, ne? Reifen sei es gegrüßt, ne? Alter. Also eine Herausforderung besteht für mich da auf jeden Fall.
Lass ich da mal. Da auf jeden Fall mal reinfahren will, ey. Also, das wird eine Herausforderung. Das wird in der Innenansicht da mal zu fahren. Mal was Neues. Also erst eine Umleitung. Glaube ich weiß, wie ich die schon dann nennen. Die Folge. Das chaotische Einparken in der Halle. Nicht schlecht. So. Die Kilometeranzahl nicht, ne? So. Licht aus. Hobel aus. Abkoppeln.